einem englischen Dorf im Juli des Jahres 2089. John? John! Kommt, wir wollen Jack nicht warten lassen. Immerzu musst du rundrudeln, du Franzose. Hallo, Mary, schöner Tag, was? Ist dein Ehrentag, Jack. Du bist der Stolz der ganzen Familie. Danke. Alles Gute. Danke, Will. Guten Morgen. Tag. 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 Willkommen, Jack. Es ist ein großer Tag. Hör mal zu. Warum werde ich eigentlich geweiht? Jeder wird geweiht, wenn er das Alter dazu hat. Aber wieso? Willst du denn nicht erwachsen werden und nach der Schule mit Vater arbeiten? Will, du glaubst doch nicht etwa, dass sie uns schaden wollen. Es ist nur, ich kann es nicht verstehen. Wirst du schon noch. Jetzt bring die Sachen zum Vagantenstein. Aber sei vorsichtig, lauf schnell wieder weg und komm sofort zurück. Mhm. Beeil dich. Du willst doch da sein, wenn Jack zurückkommt. Ich
bin froh, wenn ich erwachsen bin. Ja, ich auch. Schluss mit der Schule. Du arbeitest in der Mühle bei deinem Vater. Du doch auch, wenn du willst. Hast du auch manchmal Angst davor? Ich meine, wenn du daran denkst, an den Tag denkst, wenn man uns weiht. Ich wusste, dass du dich fürchtest. Das habe ich nie gesagt. Jedenfalls sind wir beide nächstes Jahr dran. Mit den beiden Mädchen von der Willows Farm. Was gibt's denn da zum Fürchten? Ich finde nichts dabei. Außer, ich muss so ein Vagant werden. Wie die da. Die meisten Leute werden ja geweiht. In der Nähe von Wilmstone hat ein Vagant einen Jungen entführt. Wer sagt denn das? Mrs. Downs. Sie sagt, sie fangen dich und bringen dich um. Also ich glaube das nicht. Mr. Hopkins sagt, alle Vaganten sind blöde. Vaganten sind dumm. Ihr dürft nicht über den Stein rauskommen. Also versucht das gar nicht erst. Komm, Will. Los, komm, Will. Mein Name ist Ozymandias. Ich bin der König dieses ganzen Landes. Seht mich doch an! Will. Was denn?